Moin Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich zeige euch heute von Joyo den Oldschool Distortion. Ja, der Oldschool Distortion. Mit was haben wir es hier zu tun? Es ist natürlich wieder ein Pedal von der Marke Joyo und diesmal nun der Oldschool Distortion. Es ist wieder ein Pedal aus der nun aus von meinen anderen Videos bekannten Iron Man Serie, also die Mini-Pedal Serie von Joyo, und ich meine, diese Pedals sind wirklich mini. Man kann sie ungefähr, ja, sie sind einfach niedlich. schauen wir uns den Joyo einfach mal ganz kurz an. Da werden wir jetzt mit der Magic von Editing und von Jule einfach mal anschauen. Hier könnt ihr ein Bild sehen, mit was wir überhaupt hier drauf haben. Also, wir haben den Regler High, das sind dann die Höhen, Low, also die Bässe. Wir haben einen Volume-Regler und einen Gain-Regler. Also ein total simples Distortion-Pedal, wie man es einfach kennt. Man hat eine Zweiband-Klangregelung, also nicht nur den bekannten Tonregler, sondern wirklich eine Zweiband-Klangregelung, was das Ganze natürlich erstmal wesentlich flexibler machen sollte. Ich weiß es nicht. Und ja, ansonsten wieder ganz klassisch. Wir haben wieder diese kleine süße Klappe hier dran, um die Settings zu schützen. Ein Ausschalter, True Bypass natürlich, wird gepowert mit 9 Volt. Und wir haben ein In, ein Out. Und das Ganze kommt natürlich wieder in der schönen Joyo-Verpackung, also mit kleiner Anleitung und natürlich auch wieder mit beiliegenden Velcro, was bereits passend zugeschnitten ist. Oder eben dieser Gummiauflage, dass es auf dem Boden, wenn man wirklich kein Pedalboard benutzt, einfach nicht wegrutscht. So, dann würde ich sagen, hören wir uns das Ganze einfach mal an. Dafür nutzen wir meinen Houston Kettner TubeMeister mit dem Redbox Out und spannen das Teil ganz einfach davor, und im Effektsloop werdet ihr noch ein bisschen von dem wundervollen Space Verb von Joyo hören, einfach um ein bisschen Raum zu geben. Viel Spaß!
Okay, nun habt ihr hoffentlich einen kleinen Eindruck bekommen, wie das Paddle so reagiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Overdrive ist, der Distortion ist sehr höhenreich, also das muss man schlicht und ergreifend mögen, das ist eine reine Geschmackssache. Mein Bier wäre es jetzt nicht unbedingt, muss ich, ja, es ist einfach. Ansonsten Gain-Reserven sind absolut vorhanden, es klingt sehr ordentlich, vor allem für den Preis, den ihr unten im Link mal auschecken könnt. Was will man falsch machen? Ich meine, ihr könnt, man kann sich natürlich auch ein Boutique-Paddle kaufen, was so 300 Euro kostet oder irgend sowas, aber macht das wirklich, manchmal macht das wirklich nicht ganz so viel Sinn, weil es wirklich Hersteller gibt, die für sehr kleines Geld sehr coole Paddles bauen. Ansonsten checkt das Ding gerne mal aus. Ich kann es wieder nur empfehlen. Die Iron Man Serie ist eine sehr tolle Serie, die mitunter wirklich hoch qualitativ Pedale zu bieten hat. Und mir hat es wie immer Spaß gemacht und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier unten den Subscribe-Button drückt und mir weiterhin folgt, wenn ich über Paddles rumschwatze. Und ja, ansonsten macht's gut.